Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, beim letzten Mal haben wir ja am Wasserwerk gearbeitet. Das wollen wir in dieser Folge auch nochmal tun. Ich habe in der Zwischenzeit noch ein bisschen Material durchgehauen, weil sehr viel Stahl draufgegangen ist. Ich habe die Pipes komplett verlegt. Da fehlt noch was. Ich habe Battery Buffer gebaut. Noch zwei Stück, weil einen hatte ich noch, mit jeweils vier. Und habe jetzt da unten sozusagen noch einen 16er, der dann sozusagen die Dinger dann auch verteilen wird. So, heißt jetzt aber auch für mich, ich brauche jetzt auf jeden Fall eine Distillery. Und ja, erstmal eine, wie gesagt, wird dann irgendwann immer mehr. Aber wir brauchen halt auch den nötigen Strom und den haben wir halt noch nicht. So, für eine Distillery brauche ich auf jeden Fall 8-mal Stahl. Auch 2-mal Plastik. Aber schießt Kabel. Du rein. So. Ich werde bestimmt auch noch Circuits brauchen. Nehmen wir mal 2 mit. Nehmen wir mal hier aus. Gleich 4 mit und hier auch. Auch noch Glas. Hab ich noch was? Nein, aber das ist. Der geht. Bisschen Ast. Schön. So. Brauche auf jeden Fall auch noch eine Pumpe, das habe ich noch im Kopf und danach verließen sie ihn. Das heißt, ich brauche jetzt eine Distillery. Okay, ich brauche noch eine Bronze Split Pipe. Auch hier. So, du warst definitiv Mitte, du warst oben da. Da mal nach. Eine Basic Distillery. Wie gesagt, momentan muss ich das sowieso erstmal mit Batterien füttern, weil ich muss ja erstmal alles sauber dann unten Kabel verlegen. So. Wie gesagt, ich fange von unten an. So, und dann brauche ich jetzt destilliertes Wasser. Dafür brauche ich jetzt Circuit Nummer 5. Dann holen wir uns mal ein. Dann haben wir schon mal auf jeden Fall dann einen sehr großen Bereich, der uns zur Erzverarbeitung führt, die wir jetzt noch haben wollen. Aber dafür brauche ich halt auch richtig Strom. Das heißt, das wird mein großes nächstes Ziel. Strom.
jetzt gleich laufen anfangen. Oder auch nicht. Ach so, der wird noch keinen Strom haben. Mal. Bis jetzt arbeitet er aber immer noch nicht. Batterien sind auf jeden Fall drin. Ah. Perfekt. Hätte ich gleich mitnehmen können, weil das ist mir zu laut. Irgendwann gibt's ja dann diesen lustigen Tower, aber ich glaube, ich habe gesehen, dass der nicht groß, dass die fürs Wasser, für die Wasserverarbeitung nicht groß sind. Dann könnte es sein, dass ich einen Tauch reinkriege. Aber hinten noch diesen großen Bereich. Und den könnten wir eventuell noch aus- und umbauen. So. Danke. Mal ruhig. Okay, wir gehen jetzt nach unten. So, und jetzt habe ich hier halt, habe ich ja schon angefangen gehabt, beim letzten Mal die ganzen Pipes nach vorne verlegt. Habe zwei Supertanks gemacht. Habe jetzt dann sozusagen hier den Supertank mit Wasser und hier dann den Supertank mit destilliertem Wasser. Darum hellblau, blau. Und kommt halt dann alles fein säuberlich runter. Und ich muss halt mal gucken, was das dann insgesamt an Stromverbrauch ist. Wie gesagt, es sind ja nur 5 Millibuckets. Kommt mir ja nicht sehr weit. Aber wie gesagt, Hauptsache er produziert mal. Halt, wir wollten noch schnell schauen, wie es mit den Batterien so ausschaut. Ah, geht. Wie gesagt, ist einer. Irgendwann wird es dann mal ein ganzer Raum voll sein. Also 12 Stück, die wohl da drin laufen. Aber da muss halt auch die Erzverarbeitung volle. Ja, es kann auch sein, dass ich dann sogar noch mehr bauen muss. Dass ich sogar vielleicht irgendwann sogar auf MV umsteigen muss. Aber wie gesagt, dann muss das Ding voll sein. Und zwar LV und MV mäßig voll sein. Aber wie gesagt, bis jetzt habe ich 8. Und die Verbindung nach drüben ist noch nicht mal gelegt. So, dann schauen wir mal hier nochmal kurz rein. Hat 92.000 Millibuckets. So, Hydrogen kann ich gleich mitnehmen. Das ist halt jetzt auch das, was jetzt dann kommt. Könnte ich eigentlich gleich mal dann auch mir mal angucken, wie ich das mache. Beziehungsweise halt auch den Bereich, wo der Maserator hin muss. Also die Erzverarbeitung. Rein. Denn was da drüben gleich wieder Benzin läuft, nicht dass mir das ausgeht. Hua, hua, hua. Ja, ich weiß, der war witzig. Ein paar Mal Batterien Flüssigkeit, also diese Zellen aufgefüllt. Bin mal gespannt, wie wir das jetzt haben.
Naja, 100.000. Wie gesagt, das wird ja irgendwann auch noch alles verbessert hier. Ja, mein Problem ist halt wirklich momentan die Verarbeitung. Darum, wie gesagt, ist es ist auch mit dem Wasser sehr wichtig. Man sieht ja, ne, den Bereich habe ich ja schon soweit fertig. Und da bin ich ja gerade dabei, auch weiter auszuheben und weiter aufzustocken, was halt wichtig ist, dass wir da vorankommen. So, was da kommt ja eigentlich noch hin weiter rum, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dieses Gebiet irgendwann, dass das ausreicht. Okay, dann kann ich jetzt mal gucken, weil ich will noch ein paar Kleinigkeiten machen, weil eins meiner nächsten Ziele ist auf jeden Fall mal in den Dungeon wieder zu gehen. Da habt ihr wieder Freude, dass ich verreck. Aber da brauche ich noch ein paar Utensilien vorher. Und zwar, ich brauche mal einmal den Adventures Backpack. Von den Adventures Backpack brauche ich eine Iron Chest, brauche ich Backpack Tanks, dann brauche ich harten Leather und Wachs. Dafür brauche ich Bienenwachs. Oben. Aber nicht sehr viel. Ich brauche 2x4, wenn ich das gerade. Nein. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Okay, Bienenwachs stellt man her wie? In der Zentrifuge. Bisschen was habe ich ja noch. Hau ich das mal schnell in die Zentrifuge rein. Warte mal, hier rein, da ist am meisten drin. Soweit ich weiß, kommt keine Flüssigkeit raus, richtig. Kommt Honig raus? Honig brauchen wir ja auch irgendwann. Wie gesagt, mittlerweile ist ja bei mir das Problem nicht mehr da, dass ich eigentlich sozusagen überlegen, was will ich tun oder was muss ich machen, sondern mittlerweile habe ich ja das Problem, dass ich sage, scheiße, was mache ich jetzt als erstes? So, ich brauche auf jeden Fall 4 Stück, ich brauche auf jeden Fall Tanned Leather. Was Boric Acid? Habe ich sowas schon? Sulfuric Acid, das glaube ich, habe ich. Hepatite Dust habe ich definitiv auch. Chemical Reactor. Habe ich hier noch irgendwo einen rumstehen? Chemical Bath. Ich einen hab, da wäre einer. Okay, für Tanned Leather, was brauche ich da nochmal? Das waren, glaube ich, lauter Rings, oder? Auch Leder, Strings und ich brauche Woven Cotton. Davon brauche ich 4, ne? Das heißt, ich brauche insgesamt davon 8. Das werde ich bis zum nächsten Mal auf jeden Fall vorbereiten. Das machen wir ganz einfach so.
Denn dann albe ich jetzt noch ein bisschen mit dem Zeug hier rum. Da könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare. Wollt ihr das sehen, dass ich das mache? Oder reicht euch das, wenn ich euch sage, was ich gemacht habe? Ich habe zwar wegen meine Listen und Webseiten und sonst was, wo man halt ein bisschen nachgucken kann. Weil, ja, man merkt sich nicht alles. Weil das Schlimme ist schon, dass ich mittlerweile die ersten Sachen sehe und ich das dann in Latein, glaube ich, weiß, was das ist. Noch viel erschreckender. Und da ich ja weiß, dass hier Ordo mit das meiste ist, ne? Arbeite ich natürlich alles da drauf hin. Ordo. Ist ja. Momentum. Wenn man sich das einmal einigermaßen gemerkt hat, wie das ist. Das ist auf jeden Fall. Da gehe ich vielleicht nach oben. Sein Mind Memory. Also ich werde es jetzt in der Folge nochmal machen, weil ich ein paar Seiten haben möchte. Und wie gesagt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wollt ihr sehen, wollt ihr nicht sehen? Und dann werde ich mich dann. Dann werde ich erstmal das mal so machen, wie es ich gesagt habe. Und wenn ihr dann sagt, nee, wir möchten es doch sehen. Dann ist es kein Problem, dann kann ich es euch ja wieder zeigen. Hat halt den Vorteil, wenn ich es sozusagen nur andeute, also wo ich hin will und es dann alles euch zeige, wenn das da habt. Jawohl, der war's. Dann sieht man es ja, sind wir auch gut beieinander. So, dann brauche ich auf jeden Fall noch. Editus. Editus Sancti, ne? Daher kann man sich's merken. Richtung Ordo hatte ich eigentlich gesagt. Ordo oder Instrumentum. Okay, das ist nochmal. Dann machen wir da. Hören habe ich schon. Habe ich nicht so viele. Dann machen wir da Humans. Sind wir da schon mal auf Instrumentum? Dasselbe Spiel hier auch. Papapapam. Umraten gerade. Motus dürfte es nicht gewesen sein. Maschina, Maschina? Jawohl. Perditio müsste eigentlich wieder über, genau, Permutatio kommen.
sozusagen die Dunkelheit über die Umwandlung in Ordnung. Doch schön, ne? So, und jetzt haben wir dann noch sozusagen Aqua. Da gehen wir auch übers Leben. Rictus. Bestia. Anus. Instrumentum. Dann haben wir das hier auch noch mal. Machina und fertig. So, jetzt haben wir den Brewing Stand. Und das ist eigentlich mit meiner Meinung nach die wichtigste Forschung. Die, wo es noch gewusst haben, was ich gerade treibe. Oder die lesen können. Ja, wir haben jetzt sozusagen aus dem Reiter Get in Your Horizon den Brewing Stand. So, und den brauche ich. Okay, dann muss ich brauche einen Zauberstab. Das heißt, den Zauberstab muss man auch noch verbessern. Das wird jetzt dann auch eins meiner nächsten Sachen werden. Das heißt, ich muss die Naga. Ich glaube, ich muss die Naga gar nicht mehr töten. Vielleicht könnte man noch einen Zauberstab basteln. Mal gucken. Long Blaze Rod. Mal gucken, ob wir alles da haben. Aluminiumring, Aluminium Rod. Cauldron. Ja, aber wir brauchen ja auch Brewing Stands. So. Aber wie gesagt, wir wollen auf jeden Fall in die Research Engine. Und wie gesagt, Sebo hat sie mir auch auf jeden Fall eindeutig gesagt, mach nicht zu viel verbotene Sachen. Weil wenn du das verbotene Zeug magst, am besten dann auch so, dass du dann schon mal weißt, wohin die Reise geht. Dass du den Käse auch so schnell wieder wie möglich wegkriegst. So, ich habe hier auf jeden Fall, brauche ich jetzt noch bitte ein Driving Tool. So, ich will auf jeden Fall in die Research Expertise. Und ich will auf jeden Fall in die Advanced Node Tapping. Das sind schon mal die zwei wichtigen Sachen, wo wir hin wollen. Ignis auf jeden Fall. Schlimme ist, das habe ich bei beiden. Was ist Hellum drin? Pensus. Auch suchen. Okay, das ist so, und Ordo. Einfach das Potenzial. Research Expertise. So, was habe ich jetzt hier gefragt? You have become more efficient at performing research. Okay, also, you have become, also du hast jetzt mehr Effizienz beim Forschen bekommen. Wenn man sozusagen jetzt den Aspekt, den wo man reingemacht hat, wieder
weil man aus Versehen reingeschoben hat, wieder removed, bekommt man eine 25%ige Chance, dass man diesen Erforschungspunkt wieder zurückbekommt. So, und dann gibt es noch Research Mastery. Den machen wir jetzt als nächstes. Das ist sozusagen dann der... Oh, ich habe was noch nicht erforscht. Herzlichen Glückwunsch. Das wird witzig. So, dann schauen wir uns jetzt erst einmal aber an, was ich brauche für den Zauberstab. Oder hab ich? Ich glaube, der Zauberstab, den ich hab. Ja, das ist schon das Beste, was ich momentan kriegen kann. Aber die nächste Stufe ist dann, glaube ich, erst, ja, ganz schön weit weg. Das ist ja, ich habe ja den Nager, stimmt, ich habe ja den Nager schon bearbeitet. So, Aspekt, Doppelpunkt. Ja, das sind jetzt eine von denen da, die, wo ich halt leider noch nicht, entdeckt habe. Ich habe zwar schon mal alles nochmal durchgeguckt, aber ich habe halt noch nicht alles erwischt, vor allem auch drüben nicht bei der Kiste. Die Mauer habe ich sozusagen noch nicht gemacht. Kann ich nochmal gucken, vielleicht bei den Farben. Ja, da ist überall die Eule drin. Der hochmoderne Sachen, was ich gerade mache. Kann ich nichts kriegen? Habe ich was gekriegt? Jetzt habe ich schon. Ist jetzt super gelaufen, dass ich den nicht habe. Wir machen es jetzt einfach so. Ich packe die jetzt mal da rein. Also wie gesagt, Research Mastery ist halt dann nochmal die Verbesserung, ist dann bei 50%. Und das hier ist, dass man die Note, aber dann brauche ich wirklich einen besseren Zauberstab. Also auf jeden Fall mit Gold. Dass ich die Note nicht kaputt, beziehungsweise dass sie wieder sozusagen zurückkommen kann. So, wir machen gleich die Gold Caps und den Great Wood Wand. Da können wir mal gucken. Vom Baum. Ja, Motus Ordo. So, dann haben wir Instrumentum. Das kennen wir ja schon, was dann kommt, ne? Und bei Präsentatio ist eigentlich wieder Potentia sein, ne? Potentia. Also. Momentum. Ja. Redwood Wand. Hoffen wir mal, dass wir den Rest auch noch haben. Metallum. Metallum zu Ordo. Habe ich da irgendwas drinstehen? Atreus.
Yes. Jawohl. Vitreus. Otto. Vitreus. Martin. Dann haben wir Lubri, oder wie das Ding wieder heißt. Oder Lucrum. Machen wir auch wieder über Humanus. Ja, das habt ihr jetzt gerade gehört, dieses Geräusch. Das ist das, wenn man doof ist, ne? Dann hört man das, aber ich bin froh, dass ich das Geräusch gehört habe. So, dann heißt es jetzt hier Ordo Instrumentum Ordo. Goldbond Caps. Sehr schön. So, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit, das zu machen. Und jetzt muss man auch mal gucken. Also ein Greatwood Wand, das ist klar, das ist einfach nur ein Greatwood Lock. Und ich brauche 20. Das heißt, ich muss jetzt dann auch ja, den Zauberstab auf jeden Fall mitnehmen. Und die Und das ist Aluminium Screw, Goldfolie und goldener Ring und wieder 20. Dann hätte ich gesagt, gebe mir was essen. So, haben wir das auch erledigt. Das heißt, mein Problem ist jetzt halt wirklich, ich kann ja mal gucken, ob ich ein paar Notes sehe hier. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Notes uns mal angucken. Wie gesagt, in der Brille arbeiten. Muss ich auch gleich mal gucken. Rules of Revealing. Das sollten wir auch mal tun. Das Schlimme ist, sonst bin ich immer an welchem vorbeigelatscht, ne, und jetzt sehe ich keinen, weil ich sie suche. Aber ist mal wieder typisch, oder? Komm schon, die waren doch hier irgendwo. Irgendwo hier war doch einer. Eine Aura-Not 16 und 20. Man muss halt aufpassen. Noch 8. 5. Immer noch 5. Bei. Lustig ist, dass der jetzt zu spät aufgetaucht ist. Hier hinten müsste, glaube ich, auch noch eine sein bei dem Dungeon. Den noch gibt. Och, der ist da. Keiner wäre vorbeigelaufen. Ah, aber ich sehe den schon. So, 32, 11, 27. Das ist ja auch das, was ich mal begreifen muss. Weil da waren jetzt andere Sachen ja mit dabei. Das sind ja nicht die Hauptaspekte. Ich glaube, das ist dann nur, wenn man es zerstört, da kommt, haben die dann ihre Bedeutung.
Man kann mir aber auch irren. Darmkraft ist schon wieder ewig her bei mir. Ja. So, wie weit bin ich jetzt? 25, 2, 2, 1, 11, 19. Klasse. Also meilenweit von dem weg, was ich brauche. Aber wirklich meilenweit. Hier ist jetzt auch keiner mehr so schnell. Ehrlich gesagt, schauen wir uns nochmal das Rezept oder das an, was ich für die Googles of Revealing brauche. Ja, da habe ich auch noch einen Aspekt, den ich nicht habe. Haben wir das auch noch? Dann können wir ja nochmal gucken, was man da, also das ist alles sozusagen Enchanted Fabric. Alchemie. Nitro und Alumentum, die brauche ich auf jeden Fall. Da haben wir schon mal das. Ich habe noch 6 Seiten. Ja. Da will ich auf jeden Fall hin. Das haben wir schon. Regel darf ich noch nicht verwenden. Golems könnten irgendwann interessant werden, so für die Farmen unten. Dann, da kenne ich mich noch gar nicht aus. Summit Bases, Sinkerer. Samix Group. Ach ja, genau. Und zwar das da ist Forbidden Knowledge, also verbotenes Wissen. Meistens harmlos. Aber wie gesagt, wenn man da ein wenig zu viel erwischt, dann wird es nicht mehr harmlos, dann wird es böse. So, den Deconstruction Table nehmen wir auch gleich noch mit. So, und wo ich jetzt halt noch gern hin wollet, wer? Den Ofen von Witchery. Haben wir hier. Also, was haben wir noch hier? Mehr habe ich nicht. Nee, da muss ich noch sehr viel mehr sozusagen freischalten. Haupttheorie, ja, das brauchen wir gar nicht. Aber noch nicht. Das wäre dann irgendwann schön. Blood Magic. Euphoria. Blood Magic. Ach. Blutaltar. War auch noch mit. Dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen was, was wir uns jetzt dann bis zum nächsten Mal reinpfeifen können. Ja, ich versuche bis dahin auf jeden Fall auch noch die weiteren Aspekte zu finden. Dass wir da auch weitermachen können. Wie gesagt, jetzt kann ich endlich auch die Brewing Machine, die Basic Brewing machen, weil dafür braucht man ja so einen Brewing Stand. Und ja, das heißt, ich werde mal ein bisschen Aspekte sammeln. Wie gesagt, habt ihr gesehen, man kann es über die lieben Notes machen. Wenn man jetzt I drückt, ne, sind jetzt alle Notes hier drin gespeichert, die man entdeckt hat über das Saumometer oder über die Googles. Habe ich zumindest, dass es auch. Ne, bei den Googles siehst du das nur, analysieren muss es trotzdem mit dem Ding. Kann Scheiß erzählen. Genau. Und
Oder man killt halt Viecher und sammelt diese Pünktchen ein. Genau. So, das werde ich nämlich jetzt ein bisschen machen. Diese Pünktchen noch einsammeln. Beziehungsweise, ja, das halt auch für den Dungeon dann aufheben. Aber es wäre halt cool, wenn man den halt einmal bauen würde, wenn der einmal voll wäre. Ja, aber die Zeit ist leider rum. Dann kann ich euch nur noch viel Spaß mit den eingeblendeten Videos wünschen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Habt ihr irgendwelche Kritik oder habt ihr Fragen? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.